Seit mittlerweile 7 Jahren grassiert in der Region Zell am See Kaprun das Ironman-Fieber. Am Freitag vor dem Rennwochenende fand dabei auch heuer wieder die traditionelle Pre-Race-Pressekonferenz statt. Mit den großen Favoriten für das Hauptrennen, aber auch mit jenen Personen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, sei es in sportlicher, politischer und natürlich auch in touristischer Hinsicht. 22.000 Nächtigungen an einem Wochenende zu generieren, ist was ganz Besonderes. Die Nachhaltigkeit ist auch ganz wichtig. Die Sportler, die hierher kommen, die kommen aus der ganzen Welt, aus über 60 Nationen, aus Israel, aus der USA, aus Afrika, aus Asien. Also es ist eine unglaubliche Veranstaltung, die zu den 3 beliebtesten Radstrecken der Welt wurde es von den Ironman-Teilnehmern gewählt. Es ist die schnellst ausverkaufte 70.3-Veranstaltung in Europa. Also wir haben alle Highlights und alle Rekorde und das freut uns schon sehr. Und großer Dank an alle, die da an einem Strang ziehen, um für unsere Region ein absolutes Highlight durchführen zu können. Nicht weniger als 10 verschiedene Gemeinden sind am Ironman beteiligt und alle stehen sie voll dahinter. Es geht nur gemeinsam und das ist das Schöne, dass hier mal eine ganze Region auch dann transportiert wird. Und wir müssen dieses regionale Denken ja viel mehr leben und aktivieren. Und es ist schön, dass da hier alle Bürgermeister bei dieser Radstrecke, doch die eine der schönsten Radstrecken ist, mittun. Und wenn wir mittun, dann können wir viel bieten bei uns. Neben dem großen Miteinander gibt es noch weitere Erfolgsfaktoren, die den Ironman 70.3 in Zell am See Kaprun zu einem der beliebtesten der Szene machen. Wir sind eine Sportregion und damit ist auch jeder Sport begeistert. Das macht eine ungeheure Stimmung und Kulisse natürlich auch und das beflügelt natürlich auch die vielen Athleten. Bilderbuch. Also man hat einen wunderschönen See zum Schwimmen, man hat eine Traumradstrecke, man hat eine Berge, flach, man hat alles dabei, eine Traumlaufstrecke am See entlang. Also wenn man sich wünschen könnte, wie könnte eine perfekte Triathlonstrecke ausschauen, dann würde genauso ausschauen.